Noch 155 Tage bis zum 8. Oktober. Bis zum Schließen der Wahllokale für die Landtags- und Bezirkstagswahl ungefähr noch 3728 Stunden, liebe Freundinnen und Freunde. Ab heute starten wir in den Vorwahlkampf. Das wird ein langer Marathon mit Volldampf. Die Ausgangslage für diese wichtige Entscheidung für Bayern ist besser als 2018 und viel besser als nach 2021. Die CSU hat sich wieder stabilisiert. Die Partei ist motiviert. Die Mitgliederzahlen wachsen wieder. Wir haben unsere Mitte gefunden mit uns, mit den Bayern. Wir sind wieder so nah bei den Menschen wie lange nicht. Und daher ist unser klares Ziel für den 8. Oktober, wir wollen diese Landtagswahl gewinnen, liebe Freunde und Freunde. Das ist unser Anspruch. Die Alternative liegt klar auf dem Tisch. Entweder Bayern-Koalition oder Ampel. Entweder souveränes Regieren wie in Bayern oder Dauerzoff und Streit wie in Berlin. Entweder eine abgehobene Regierung, die unser Land umerziehen will, oder eine bodenständige Staatsregierung, die für die normalen Leute da ist. Ich sage euch eins, Bayern hat etwas Besseres als eine Ampel verdient, liebe Freundinnen und Freunde. Unser Land braucht eine Regierung, die für Bayern da ist, die Bayern nicht benachteiligt, sondern für Bayern kämpft, die den einzigartigen Charakter des Freistaats Bayern erhält. Und deswegen wollen wir eine bürgerlich-liberale, bodenständige Staatsregierung unter Führung der CSU und keine wie immer geartete Ampel. Das, was in Berlin nicht funktioniert, soll es auch in Bayern auf keinen Fall geben, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist unsere Aufgabe. Wir beschließen heute ein neues Grundsatzprogramm, was auch die Basis für das Wahlprogramm ist. Wir wollen zeigen, was wir in den letzten 5 Jahren geleistet haben und was wir für die nächsten 5 Jahre in Bayern vorhaben. Wir reden Klartext. Wofür steht die CSU und wofür steht sie nicht? Es gibt nämlich Unterschiede, und zwar grundsätzlicher Art. Es ist nicht egal, wer regiert. Neben dem Programm wollen wir noch einmal klarmachen, dass auch die Realität zählt. Programme werden viel erdacht, aber was ist die Realität? Zum Beispiel, wie man große Krisen meistert. Und auch wenn jeder denkt, alles ist schon vorbei, ich will nur eines sagen, wir haben die schlimmste Herausforderung für unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam gemeistert. Das war Corona. Am Ende haben wir über 130.000 Leben gerettet, den Mittelstand beschützt. Es waren harte Zeiten, es waren harte Entscheidungen. Es tut mir leid, dass nicht jede Verordnung die allerbeste sein mag. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns nicht weggeduckt. Wir sind nicht weggelaufen. Wir haben unbequeme, aber notwendige Entscheidungen zur Rettung des Landes getroffen. Und am Ende, unter dem Strich, sagen 70% der Bayern, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Ich will euch nur eines sagen. Wer in solch schweren Zeiten den Führungs-, den Krisen-, den Charaktertest besteht, dem kann man auch die Zukunft anvertrauen. Dank an euch alle, dass wir das gemeinsam für unser Land geschultert und durchgestanden haben, liebe Freundinnen und Freunde. Trotz zweier fundamentaler Krisen, wie noch nie, ist die Bilanz nach 5 Jahren eigentlich sehr positiv. Bayern ist stark wie nie. Und Bayern ist beliebt wie nie. Es gibt keine Flucht aus Bayern, sondern Zuwachs. 90% der Menschen leben gern in Bayern. Und wenn man Menschen in anderen Bundesländern fragt, wo sie gern leben möchten, anstatt in ihrer Heimat, sagen nahezu alle, wenn ich woanders leben möchte, dann in Bayern. Bei uns lebt man länger, bei uns lebt man glücklicher und wir sind in jeder Statistik auf Platz 1 oder 2. Bayern ist und bleibt Zukunfts- und Sehnsuchtsort. Und liebe Freundinnen und Freunde, das ist kein Zufall oder irgendwie so passiert. Neben dem Fleiß der Menschen waren es die richtigen Weichenstellungen in der Politik. Und wer hat es gemacht? Das waren wir, die CSU, liebe Freundinnen und Freunde. Wir machen es auch weiter. Applaus
unsere Leitsätze und unsere Ziele für die nächsten 5 Jahre. Erstens, wir wollen Wohlstand für alle, und zwar dauerhaft. Man muss es sich leisten, leben zu können, und man muss von harter Arbeit gut leben können. Und nicht nur die oberen 10.000. Wir sind für die Mitte da, für die Normalverdiener, für die sogenannten kleinen Leute, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Mittelstand, Handwerk, Landwirtschaft und auch für die vielen Rentnerinnen und Rentner, die unser Land aufgebaut haben. Es bleibt der Satz, der immer gegolten hat. Die CSU ist nicht die Kaviar, sondern die Leberkäse-Etage, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür sind wir da, für die ganz normalen Leute in unserem Land. Zweitens. Wir wollen eine gute Zukunft für unsere Jungen, für unsere Kinder, für unsere Enkel. Wir wollen unser Land kinder- und enkelfest für die Zukunft machen. Deswegen ist beste Betreuung, Schule, Ausbildung, Forschung für uns ein ganz zentraler Bestandteil. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Qualität in der Schule und Forschung von Weltrang ist ganz entscheidend. Ich sage euch eins, auch wenn das manch einer gar nicht wahrhaben will, Bildung, Familie und Betreuung hat für uns absolute Priorität, denn ein gutes Leben macht man nur mit der Familie und jede Familie erwartet dabei die Leistung. Das wollen wir in Bayern, das wollen wir als CSU geben, liebe Freundinnen und Freunde. Drittens, wir wollen, dass Bayern sicher und solide bleibt. Bayern hat die niedrigste Kriminalitätsrate in Deutschland, dank unserer Polizei. Das ist aber auch kein Zufall, sondern wir haben in den ganzen Jahren den Bestand der Polizei ausgebaut, verstärkt. Wir stehen hinter Polizei, wir stehen hinter Sicherheitskräften wie der Bundeswehr. Wir danken unseren Feuerwehren und allen Wohlfahrts- und Rettungsorganisationen für ihren Einsatz. Und deswegen sage ich ganz klar, in Bayern wird es keine Kreuzberger Nächte geben, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist unser Anspruch. Sicher und solide. Wir bleiben finanziell solide. Wir sind ein Triple-A-Land. Wir sind gegen das Schuldenmachen und für die Schuldenbremse. Wir sind gegen Steuererhöhung und für Entlastung der Bürger. Solide Finanzen ist der absolute Markenkern der CSU. Wir können mit Geld umgehen, liebe Freundinnen und Freunde, und sichern das Vermögen der Bürgerinnen und Bürger. Viertens. Vorletztens zu den Grundsätzen. Natürlich wollen wir ein nachhaltiges Bayern. Wir wollen den Erhalt der einzigartigen Natur Bayerns und die Bewahrung der Schöpfung. Wir schützen Wälder, Berge, Seen, ganz besonders unser Trinkwasser und auch die Artenvielfalt. Wir sagen Ja zum Klimaschutz, aber Nein zu Klimaklebern, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir wollen Landwirtschaft und ländlicher Raum erhalten. Manch eine glauben, der ländliche Raum sei ein Museum. Wir sagen, der ländliche Raum ist Zukunftsraum, er ist die Seele Bayerns und keiner steht so für den Erhalt der ländlichen Räume wie die CSU, ob in Bayern oder Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Und fünftens und letztens, wir wollen die bayerische Kultur, die bayerische Lebensart, ihre Einzigartigkeit erhalten. Deswegen sind wir gegen Umerziehung und für Freiheit. Wir sind gegen Wokeness, sondern für die Liberalitas Bavariae. Und es bleibt der Kernsatz. Und wenn wir auch dafür angegriffen werden und manche gerne etwas anders möchten, Bayern ist ein Freistaat und wir wollen Freistaat bleiben und kein Verbots- oder Zwangsstaat werden, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür stehen wir gemeinschaftlich ein. Zum Ersten, zum Wohlstand. Liebe Freundinnen und Freunde, den Wohlstand für die normalen Leute zu erhalten, wird die größte Aufgabe überhaupt. Auch wenn es viele Sorgen gibt, der Stand jetzt könnte ja ganz einfach sein. Wir sind im Moment stärker als je zuvor. Bayern ist die 6. Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Unser Bruttoinlandsprodukt ist größer als 90% in der Welt. Wir haben die meisten Industriearbeitsplätze in Deutschland. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland. Mit die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Wir haben die niedrigste Armutsgefährdung, die meisten DAX-Unternehmen und die meisten Meister im Handwerk. Jetzt könnte man sagen, alles gut, aber das muss man anwenden. Ja? Schon eine Bilanz, liebe Freundinnen und Freunde. Wer in Deutschland hat solch eine Bilanz wie Bayern? Ich kenne kein Land.
Aber wir spüren es doch. Die Menschen sind unsicher und der Wohlstand in Deutschland schwankt. Das Wohlstandseis schmilzt schneller als das Eis der Gletscher. Wir können viel in Bayern tun, aber da wir nicht selbstständig sind, jedenfalls auf absehbare Zeit, ja, sind wir auch von den Weichenstellungen in Berlin betroffen, lieber Alexander. Die Ampel ist leider, und das kann man jetzt sagen, haben wir bald eine Halbzeitbilanz, die Ampel ist leider Hauptverursacher, und das trifft auch uns in Bayern. Und ich sage, natürlich ist die Situation nach der Ukraine schwierig, aber die Wahrheit ist doch, der jetzige Verlust von Wohlstand und der jetzige Abstieg sorgender Mitte hängen mit einer Reihe von Fehlentscheidungen der Ampel zusammen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Ampel wird mit dem, was sie tut, mit dem, was sie will und mit dem, was sie beschließt, am Ende zum größten Armutsrisiko der jüngeren deutschen Geschichte, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt loben sich alle, ja, wir haben den Winter geschafft. Naja, wegen dem Wetter, liebe Freundinnen und Freunde. Aber Wahrheit ist doch, es bleibt bei dauerhaften hohen, viel zu hohen Energiepreisen und einer dauerhaft viel zu hohen Inflation. Das frisst die Reserven von Wirtschaft und Bürgern Stück für Stück auf. Lange können das alle nicht durchhalten. Ich sage euch eins zum Thema Energie. Natürlich sind erneuerbare Energien die Zukunft. Wir, ich persönlich, wir tun alles, um Bayern da zu stärken und auf die Zukunft gut vorzubereiten. Entgegen diesen ganzen Narrativen, die immer wieder gemacht werden, Bayern sei da schlecht, ist es quasi notariell belegt, dass Bayern jetzt schon sehr, sehr gut ist. Bei der installierten Leistung erneuerbarer Energien sind wir das größte Land in Deutschland. Der Zubau 2022, 2023 waren wir klar Nummer eins. 25% von allem, was neu an erneuerbaren Energien in Deutschland war, kam aus Bayern. Wir haben das Ziel, das bis 2030 natürlich zu verdoppeln. Wir sind übrigens überall die Nummer eins, bis auf Wind. Da komme ich gleich dazu. Bei Photovoltaik gibt es derzeit fast 800.000 Anlagen in Bayern. 28% der deutschen Photovoltaik stehen wo? In Bayern. Bei staatlichen Dächern sind wir klar die Nummer eins. Übrigens, ungefähr umgerechnet bedeutet die Leistung der Photovoltaik in Bayern ungefähr 2000 Windräder. Wir bauen das jetzt aus. Agrarphotovoltaik, Dächer ausbauen, Autobahnen, über Polder und Moore. Wir nutzen jede Gelegenheit, Photovoltaik zu entwickeln. Wir sind bei Wasser absoluter Spitzenreiter. Dass wir derzeit an Wasser, an Strom erzeugen, liebe Freundinnen und Freunde, entspricht übrigens auch 2000 Windräder von der Leistung. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Pumpspeicherkraftwerke in Riedl und Happurg. Wir wollen neue große Kraftwerke an der Salzach. Wir reden mit den Österreichern darüber und die ersten Gespräche sind sehr ermutigend. Und ja, wenn der Bund Wasserkraftwerke, die er derzeit im Eigentum hält, verkaufen würde, dann wollen wir nicht, dass irgendwelche Investoren die kaufen. Dann sind wir offen dafür. Eins sage ich euch, wenn man Biomasse, noch ein weiterer wichtiger Energieträger, wenn man Photovoltaik und Wasserkraft zusammenzählt, hat Bayern Stromerzeugung ungefähr so viel wie 5000 Windräder allein. Nur mal zum Vergleich. Ich glaube, nur Niedersachsen hat mehr Windräder. Darum ist diese ganze Debatte, die geführt wird, insbesondere von den Grünen, Bayern sei schlecht von erneuerbaren Energien, nur ein billiges Ablenkungsmanöver aus schlechtem Gewissen, liebe Freundinnen und Freunde. Keiner kann das reißen, was wir da tun. Und natürlich bauen wir auch Wind aus. Wir haben 10H überarbeitet. Lieber Thomas Kreuzer der Fraktion, danke für die gute Zusammenarbeit. Wir machen Windparks im Chemiedreieck bei Wacker Südostoberbayern, für die Glasindustrie in Oberfranken. Wir öffnen den Staatswald und wollen auch eine eigene Gesellschaft Bayern Wind machen, um selbst auch dort Windräder mitzubauen, damit nicht nur irgendwelche Investoren dabei Geld verdienen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber eines sage ich euch, obwohl wir so viel machen wie nie und obwohl wir mehr machen als andere, ist es ein Irrglaube zu hoffen, dass damit alle Probleme beseitigt sind. Es wird so nicht reichen, um die Grundlastfähigkeit zu schaffen. Und deswegen ist und bleibt es ein fundamentaler, weitreichender Fehler,
für die Wirtschaft und für die Bürger Deutschlands, die Kernkraftwerke abzuschalten, den Strom für 10 Millionen Haushalten wegfallen zu lassen. Die Grünen tun das nicht aus Gemeinwohlinteressen, sondern aus reiner Ideologie, liebe Freundinnen und Freunde. Nichts anderes steht da dahinter. Beweise? Es geht den Grünen nicht ums Klima, denn sonst könnten sie nicht als Ersatz Kohle wollen. Allein der Ersatz durch Kohle von Kernkraft bedeutet ungefähr so viel wie den CO2-Ausstoß von 30% des deutschen Pkw-Verkehrs. Es geht den Grünen auch nicht um die Sicherheit der Kraftwerke, denn zum einen haben sie nichts dagegen, dass Ersatzstrom aus Frankreich und Tschechien kommt. Und besonders albern war der Auftritt von Herrn Habeck in der Ukraine, liebe Freundinnen und Freunde. Ja? Ich stelle mir vor, wenn ich sowas gemacht oder einer von euch sowas gemacht hätte, wie unsere Medien uns, die uns ohnehin liebevoll pflegen, vielen Dank dafür, aber wie sie uns da behandeln würden, muss ich mir mal vorstellen. Man geht in die Ukraine und sagt dann so beiläufig, ja, ja, klar, die Dinger stehen schon, da kann man sie auch laufen lassen. Also wenn ich die gleiche These anwende, die Dinger stehen schon, dann kann man sie laufen lassen, dann frage ich mich, was der Unterschied sein soll zwischen Kernkraftwerken in der Ukraine und Deutschland. Und man möge es mir verzeihen, so richtig das Gefühl, dass Kernenergie in der Ukraine generell sicherer und während Kriegszeiten noch sicherer wäre, im Vergleich seit einem seit 35 Jahren störungsfrei laufenden ISA 2, kann ich nicht erkennen. Sorry, das ist eindeutige Doppelmoral. Und wer Doppelmoral hat, soll endlich von seinem hohen moralischen Ross heruntersteigen, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch wenn es das etablierte Berlin, das nicht bei uns ist, liebe Frau stellvertretende Generalsekretärin, lieber Alex, auch überhaupt nicht hören will, es ist falsch, die Kernenergie abzuschalten. Lasst sie laufen, bis der Krieg vorbei ist, bis die Brücke zu den erneuerbaren Energien geschafft ist und bis es zu spät ist, liebe Freundinnen und Freunde. Kein Land der Welt macht es. Die Finnen, immer Gegner, setzen darauf. Die Japaner, die Fukushima erlebt haben, machen es. Und wir führen Debatten darüber, ob es denn nicht schlimm sei, weil wir vor 10, 11 Jahren in einer anderen Zeit, bei anderen Krisen, bei anderen Herausforderungen eine andere Entscheidung getroffen haben. Politiker, die nicht auf Krisen reagieren können, Parteien, die nicht pragmatisch auf die Herausforderungen der Zeit zu reagieren, die haben keinen Anspruch, regieren zu dürfen, liebe Freunde. Lasst sie weiter laufen. Wir setzen übrigens dann auch auf Erneuerbare, aber auch auf neue Technologien, auch im Kernbereich, neue Forschung. Es gibt echte Durchbrüche bei der neuen Kernfusion, nicht bei der alten, die seit 50 Jahren kämpft. Es gibt Riesenchancen. In den USA gibt es erste Hinweise von Firmen, die das machen können. Ein völlig neues Energiezeitalter ist möglich. Und was macht die Bundesregierung, was machen Teile der Grünen? Sagen, nein, auf keinen Fall. Wir machen da nicht mit. Wir werden auf Kernfusion setzen, wir werden sie erforschen, wir werden und planen einen neuen Forschungsreaktor in Garching. Und ich höre schon wieder, wie die Grünen dagegen sind. Und eins kann ich euch nur sagen, was mir immer auffällt. Wenn es um Körner geht, flippen Grüne vor Freude aus. Aber überall, wo das Wort Kern draufsteht, da kriegen sie sofort Pickel, liebe Freundinnen und Freunde. So kann man die Zukunft Deutschlands nicht verschlafen. Diese Energiepolitik, die ist übrigens nicht zum Schaden nur von Deutschland, sondern sie haben noch einen besonderen Dreher gegen den Süden, gegen Bayern und wenn ich es genau sehe, auch gegen Baden-Württemberg. Auch hier Belege, klar. Das starke und hervorragende Bundesland Nordrhein-Westfalen erhält Ersatzgaskraftwerke, indem er sagt, wenn aus der Kohle ausgestiegen wird 2030, kriegt ihr grundlastfähige Ersatzkraftwerke. Bei uns hat es keinen Anruf, keine SMS, noch kein Angebot gegeben, als Ersatz Gaskraft zu haben. Zweiter Beleg, Wasserstoffnetze. Wir sind fast das einzige Bundesland, das jedenfalls so viel macht beim Thema Wasserstoff. Eigene Strategie, fast 1 Milliarde investiert.
Industrieprojekte, Tankstellen, eigene Pipelines und Elektrolyseure, diese Wasserstoffkraftwerke. Das größte ist übrigens derzeit in Europa in Wunsiedel. Wir bauen 50 davon in ganz Deutschland. Der Bund aber sagt, Wasserstoff muss von Norden gebaut werden, erst irgendwann im Süden. Das heißt, das gesamte industrielle Leistungsherz Bayern-Baden-Württemberg würde abgehängt. Und letzter Beleg, die Nordländer haben begonnen, Herr Habeck ist ein Fan davon, das Wirtschaftsministerium unterstützt es in Berlin, sie wollen unterschiedliche Strompreiszonen einführen. Mit dem Ziel, im Norden soll der Strom deutlich billiger werden und im Süden deutlich teurer. Man glaubt damit, den Norden zu stärken und den Süden zu schwächen. Ich sage euch eines, das wird ein nationales Eigentor. Glaubt jemand echt, dass BMW deswegen nach Buxtehude, Audi nach Amrum oder Wacker nach Wacken wandert, liebe Freunde und Freunde? Dies ist ein Fehler, spaltet das Land und zeigt nur, die haben von Deutschland und Wirtschaftspolitik null Ahnung, liebe Freunde und Freunde. Null Ahnung, null Kompetenz. Jetzt muss man zur Entschuldigung von Herrn Habeck sagen, dass er sich das, glaube ich, gar nicht ausgedacht hat. Er ist ja ein erfolgreicher Kinderbuchautor und hat sich dann als Ergänzung in der Kompetenz jemand gehört. Sein Hirn in der Energiepolitik ist dieser mittlerweile legendär bekannte Staatssekretär Greichen. Der Staatssekretär, der die Vereinbarkeit von Familie und Berufe deutlich falsch verstanden hat, liebe Freunde und Freunde. Das ist unglaublich. Die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt, liebe Freunde und Freunde. NGOs, Verwandtschaft gehen ein und aus, Trauzeugen, Bruder, Schwester, Onkel, Tante. Wir werden, wenn wir weiterschauen, sicherlich auch jeden Schwippschwager noch finden. Ja? Das sieht übrigens so aus wie vergleichbar bei einer anderen Veranstaltung, die gerade im Moment stattfindet. Wenn man genealogische Stammbäume sieht, dann sieht man auch, wer wann mit wem da irgendwo verwandt ist. Das ist nichts anderes als grüne Korruption, liebe Freundinnen und Freunde, nichts anderes. Habeck muss Greichen entlassen, sonst ist die Verwandtenaffäre Greichen eine Affäre Habeck. Und ich sage das mal deutlich, auch manche Grüne im Bayerischen Landtag, wenn ihr noch einmal das Wort Filz ernsthaft in den Mund nehmt, löst eure eigenen Probleme, anstatt Ratschläge den anderen zu geben. Wisst ihr, was mich auch an dieser Debatte um diese Stromzonen und Strompreise so ärgert? Ist die Frage, da kommt immer der Eindruck, die Bayern bereichern sich auf Kosten der Republik und der armen Nordländer, weil es da tolle Leute gibt. Wenn das so stimmen würde, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen. Der Länderfinanzausgleich, er ist der PCR-Test der Ehrlichkeit und Leistungsfähigkeit, ja? Der sagt doch was ganz anderes. Seit mehr als 14 Jahren zahlt Bayern allein mehr als 50% des Länderfinanzausgleichs. Manche Haushalte in Norddeutschland werden zum Teil zu 10% aus dem Länderfinanzausgleich gedeckt. Bayern zahlt derzeit sogar 60%, 10 Milliarden. Für alle, die irgendwelche Wünsche haben, 10 Milliarden bedeutet ungefähr kostenlose Kita für 600.000 Kinder. Fast 400.000 geförderte Pflegeplätze, fast 150.000 Lehrkräfte, wenn wir sie alle hätten, und zweimal eine Stammstrecke mit einer Minibar an jedem Platz, liebe Freundinnen und Freunde. Sorry, wir zahlen ja echt gerne und wir helfen gerne, aber irgendwas mal zu viel. Und wenn man dafür dann noch beschimpft wird und wenn man dann noch angegriffen wird, anstatt dass jemand mal so ein bisschen Danke sagt,
Habt ihr das im privaten Leben irgendwo erlebt, dass ihr jemand alles gebt, was er habt, und trotzdem macht er euch nieder? Ich sage mal eines. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung, hieß es, warum machen andere Länder, lieber Christian Bernreiter, ein 29-Euro-Ticket für alle? Ja, das können die, aber nicht mit ihrem Geld. Die leisten sich Dinge, die wir uns nicht leisten können. Die leisten sich auch manchmal Sachen, die wir uns gar nicht leisten wollen. Ich bin froh übrigens, dass sich in Berlin etwas ändert mit der CDU. Aber meine Hoffnung, dass es mit der SPD schnell geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, irgendwann ist die Grenze erreicht. Wir wollen jetzt mal Klartext, wir wollen Klarheit haben. Deswegen werden wir vor dem Sommer noch in den nächsten Wochen die Klage gegen den Länderfinanzausgleich einreichen. Bayerisches Geld ist besser daheim aufgehoben als in Bremen oder anderswo. Zum Geld. Nach diesem Stromchaos, das hier überall ist, und der Unsicherheit, kommt jetzt der Heizhammer. Und das ist nichts für Folklore oder fürs Schenkelklopfen, ist total ernst. Ich bin echt entsetzt, dass, obwohl die Menschen mitten schon in einer schweren Transformation sind, mit einer Sturheit und Trotzigkeit man jetzt die Schraube immer enger zieht. Den Menschen geht die finanzielle Luft zum Atmen langsam aus. Millionen Deutsche sind verunsichert und betroffen. Vor allem Eigentümer, aber auch viele, viele ältere Menschen. Die jetzigen Pläne von Habeck für den Heizungsbereich sind völlig überstürzt. In Bayern wären nach Schätzungen rund 60% der Gebäude betroffen. Und die Kosten, hat jemand aus der Ampel gesagt, sollen wohl bei 500 Milliarden Euro in Deutschland liegen. Ist dieser Plan durchdacht? Also mal abgesehen davon, dass man Holz-, Pellet- und Biogasheizungen nicht anerkennt, kann mir keiner erklären, warum. Es fehlen Wärmepumpen, es fehlen die Handwerker, die es machen sollten, es fehlt der Strom dafür und die Kosten sind der Hammer. Nach Schätzungen von Experten muss man, wenn man noch die ganzen Sanierungsauflagen auch aus Europa und anderswo dazu nimmt, muss man mit Kosten von ungefähr als Eigentümer von einem Haus 100 bis 300.000 Euro rechnen. Die Wärmepumpen allein einzubauen, können zum Teil für Geringverdiener und Leute mit geringerem Einkommen ungefähr so viel sein, wie sie fast im Jahr verdienen. Und den Rentnerinnen und Rentnern, liebe Freundinnen und Freunde, denen gibt es da gar keine echte Hilfe. Der Hinweis, hey, die 80-Jährigen sind ausgelassen, führt zunächst mal der Frage, oh Mist, ich bin 79, was mache ich jetzt? Und die Frage, was passiert mit einem 80-Jährigen, der in einem Mehrfamilienhaus ist? Muss er trotzdem zahlen, weil er im Haus ist? Oder wird das ganze Haus ausgelassen? Das hätte zumindest den charmanten Effekt, dass die ganze Welt alle Eigentümer suchen, ob sie nicht doch einen 80-Jährigen finden, um von dieser Aufgabe befreit zu werden. Das ist völlig absurd. Es ist, liebe Freundinnen und Freunde, falsch, wenn der Staat, in dem Fall die Ampel, ständig neue Ziele setzt, immer mehr und immer enger an der Schraube dreht, jeden Normalverdiener, jeden Eigentümer, jeden Älteren, jeden Rentnerinnen überfordert und dann sagt, es braucht einen großzügigen Ausgleich über Steuern, den die gleichen Steuerzahler dann wieder finanzieren wollen. Entweder geht der Bürger pleite oder der Staat. Und deswegen sind diese Pläne falsch, abgehoben und müssen geändert werden, liebe Freundinnen und Freunde, und zwar deutlich. Ich verstehe nicht, warum eine SPD das mitmacht. Waren sie nicht mal Schutzmacht der kleinen Leute? Und die FDP? Zweimal zugestimmt und dann, huhu, wir sind wieder dagegen, wird langsam ein bisschen peinlich. CDU, CSU haben gemeinsam beschlossen, national aufzutreten in der Frage. Liebe Frau Stumpf, wir sagen eines, diese Heizpläne müssen gestoppt werden. Wir starten CDU zuerst, dann wir ziehen nach, eine gemeinsame nationale Unterschriftenaktion. Wir werden im Bundestag, im Bundesrat mit Nein stimmen und nach der Bundestagswahl diese Pläne wieder kippen. Das ist unser Versprechen, liebe Freundinnen und Freunde. Das machen wir nicht mit.
Ich frage mich auch manchmal, gibt es eigentlich noch ein Wirtschaftsministerium in Deutschland? Scheint nur ein Klimaministerium zu geben. Und ich überlege so gerade, lieber Theo Weigel, Edmund Stoiber, was Ludwig Erhard wohl gesagt hätte, wenn er so beim Fernsehen sitzt, relativ unkorrekt mit Wein, Zigarre. Der sah auch nicht total vegan aus, Ludwig Erhard. Und wenn er sich so überlegt, was das für ein Nachfolger ist, der hohe Kenntnis im Zusammenhang mit Produktion, Stopp von Produktion, Solvenz und Insolvenz gezeigt hat. Gerade der Mittelstand ist total enttäuscht, gerade das Handwerk. Ich finde es sowieso, meine sehr verehrten Damen und Herren, unglaublich, wie wenig respektvoll, alle reden über die großen Industrie, das ist wichtig, aber wie wenig über Mittelstand und Handwerk in unserem Land geredet wird, das ist doch top, das ist eine Riesenleistung. Wir müssen Handwerk und Mittelstand stärken und wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, liebe Freundinnen und Freunde. Und weil uns Handwerk und Mittelstand wichtig ist, haben wir nicht nur einen Tag des Handwerks in der Schule eingeführt, um dafür mehr zu werben und offen zu sein. Haben wir nicht nur viel Geld jetzt investiert in Ausbau von Berufsbildungszentren, mehr als die meisten Länder in Deutschland, sondern wir haben uns entschieden, als erstes und einziges Land in Deutschland den Anspruch zu setzen, Master und Meister sind gleich, Studium ist kostenfrei, Meister auch. Und deswegen machen es wir nicht irgendwann, liebe Freundinnen und Freunde, sondern wir machen es jetzt und in diesem Jahr. Und zwar nicht, wenn nur jemand jetzt anfängt mit der Ausbildung. Jeder, der seinen Meisterbrief in diesem Jahr bekommt, kann sicher sein, dass die Meisterausbildung kostenfrei ist. Denn wir stehen zum Handwerk, wir stehen zur Landwirtschaft, wir stehen zum Mittelstand wie kein anderes Bundesland, liebe Freundinnen und Freunde. Das heißt ja übrigens auch nicht umsonst, wir meistern das, anstatt nur daran herumzudoktern. Liebe Freundinnen und Freunde, wer für Mittelstand da ist, der will auch keine Steuer mehr, sondern Steuerentlastung. Wir fordern nicht nur einen Industriestrompreis, sondern die Stromsteuer muss runter für Industrie, für Handwerk, Mittelstand und Bürger. Die Mehrwertsteuer muss runter, und zwar für alle Nahrungsmittel, nicht nur für Gemüse, auch für Fleisch oder Fisch. Wir wollen, liebe Freunde, keine Erhöhung der Mehrwertsteuer für Gastronomie. Wir wollen keine Erhöhung der Steuer für Beckensteuer. Fand ich auch ganz interessant, dass die FDP im Bayerischen Landtag für eine Erhöhung von Steuern war. Und man möge es mir verzeihen, die FDP in Bayern ist nicht so groß, aber die FDP in Deutschland ist wichtig. Ich finde schon krass, was die machen. Vor der letzten Bundestagswahl hat mir der von mir hochgeschätzte Christian Lindner überwiegend hat gesagt, ja, er garantiere in einer Bundesregierung keine Schulden werden gemacht, eingehalten, keine Steuern werden erhöht. Lasst uns sehen, was die Realität ist. Dieser Bundesfinanzminister, die Welt ist schwierig, Dinge ändern sich, mag sein, hat aber die meisten Schulden aufgenommen. Was ist Theo Weigel angegriffen worden, als er damals die deutsche Einheit finanzieren musste? Als er erreicht hat, mit viel, viel weniger Geld, dass alle sowjetischen Soldaten abgezogen sind. Das war eine Leistung, liebe Freundinnen und Freunde. Das war das Beeindruckende, nicht das, was Christian Lindner jetzt an der Stelle macht. Fast 400 oder über 400 Milliarden Schulden innerhalb von 1,5 Jahren. Das wird übrigens auch nicht günstiger, wenn man es Vermögen nennt. Ja? Und was machen wir? Bayern behält AAA. Unser starker Finanzminister Albert Füracker, der im Vergleich zu mir einer auch ist, der noch weniger großzügig dafür mehr das Geld zusammenhält. Ich danke da wirklich dafür. Wir machen das Gegenstück. Bayern hält die Schuldenbremse ein, hat trotzdem die höchste Investitionsquote. Ein solider Haushalt trotz zweier Krisen und auch noch weiter AAA. Wir machen das, liebe Freundinnen und Freunde, weil wir an die nächste Generation denken. Und lieber Edmund, das Erbe des ausgeglichenen Haushalts bleibt bei uns. Das geben wir nicht auf. Niemals. Auf keinen Fall. Das Versprechen der FDP war keine Schulden. Okay. Und keine Steuererhöhung. Was ist jetzt eigentlich letztes Jahr passiert? Vor Weihnachten waren die Notare alle ausgebucht. Warum?
weil die FDP die Erbschaftssteuer massiv erhöht hat. Und zwar nicht nur die Bewertungsmaßstäbe für Grundstücke, sondern hat gleichzeitig Freibeträge nicht angepasst. Das ist de facto die größte Erbschaftssteuererhöhung der jüngeren Geschichte. Jetzt sage ich euch, ich finde sowieso die Erbschaftssteuer generell unfair, weil sie schon eine Steuer auf bereits versteuertem Einkommen ist. Aber uns belastet sie doppelt. Wir werden bestraft dafür, dass wir gut und attraktiv sind. Warum sind die Grundstückspreise bei uns höher? Weil halt die Leute eher zu uns als woanders hingehen. Ja? Manchmal ist es uns ja selbst fast schon ein bisschen zu viel, wenn ich das sagen darf. Das Ergebnis ist jetzt aber, weil Bayern so hohe Grundstückspreise hat, müssen die Menschen enorme Erbschaftssteuern zahlen. Das führt dazu, dass in vielen Teilen Bayerns Mittelstand, Familienbetriebe, aber auch Kinder nicht mehr richtig erben können, wenn sie das Haus von Eltern und Großeltern über Generationen vererbt, behalten und das Erbe antreten wollen, dann müssen sie dieses Haus verkaufen, liebe Freunde. Am Ende droht der Ausverkauf der Heimat. Das können wir nicht akzeptieren. Und deswegen klagen wir, wir halten das für verfassungswidrig. Diese ungerechte Erbschaftssteuer muss weg, liebe Freundinnen und Freunde. Sie muss geändert werden. Also, der erste zentrale Punkt für uns ist Wohlstand erhalten, Mitte, Mittelstand stärken. Gegen Steuererhöhungen, sondern für Entlastung. Das zweite große Megathema, nicht auf allen Parteitagen so geschätzt, weil es für den einen oder anderen auch zu schwierig ist, ist schon das Thema Bildung, Betreuung und Forschung. Es geht schon um eine Lebensqualität für unsere ganzen Familien. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die beste Bildung für Kinder und Jugendliche und die modernste Forschung, um in der Welt dabei zu sein. Deswegen werden wir Schule weiter verbessern. Übrigens, die bayerische Bildung ist nie perfekt. Lieber Charlie Freller, es gibt es gar nicht, dass alle zufrieden sind. Frau Fleischmann ist heute da und obwohl wir viel machen, wird sie sicherlich noch was finden, was man noch besser machen kann. Keine Frage. Aber es ist schon besser als anderswo. Im Bildungsranking liegt Bayern mit ganz vorne mit Sachsen. Wir haben die geringsten Schulabbrecher. Wir haben die beste Digitalisierung. Und trotzdem Zuwachs der Schüler ist unser Ziel, mehr Qualität, mehr Empathie und mehr Digital in der Schule zu haben. Wir haben in den letzten 5 Jahren unser Versprechen gehalten und über 5.000 Lehrer neu eingestellt. Wir haben das erste Mal in der Geschichte über 100.000 Lehrerinnen und Lehrer in Bayern. Und für die nächsten 5 Jahre wollen wir 8.000 neue Stellen ausschreiben. Wie bekommen wir das und wie machen wir das? Wir gehen übrigens nicht den Weg wie manch andere Bundesländer, die offiziell sagen, wir verzichten auf ein pädagogisches Studium, wir nehmen nur noch Quereinsteiger. Man kann das mal machen. Aber liebe Freunde und Freunde, unsere Kinder haben hochqualifiziertes pädagogisches Personal verdient. Und das wollen wir Ihnen als Bayern, als CSU auch geben und gewährleisten, liebe Freunde und Freunde. Deswegen werden wir Studienkapazitäten ausbauen, vor allem in Südbayern, da brauchen wir es. Wir haben A13, die Einführung jetzt für Grund- und Mittelschullehrer beschlossen. Das ist eine bessere Bezahlung. Übrigens, A13 lohnt sich in Bayern besonders zum Vergleich. A13 bedeutet nicht überall in Deutschland A13. Albert Führiger hat es einmal ausgerechnet als Beamtenminister. A13 in Bayern bedeutet im Jahr 4.000 Euro mehr als in Nordrhein-Westfalen. 7.000 mehr als in Hessen. Liebe Freundinnen und Freunde, das lässt sich schon sehen. Und noch unterstützt mit Regionalprämien für unterversorgte Regionen und einer Ausstattung der Digitalisierung, insbesondere Tablets für alle Schülerinnen und Schüler, bis 2028 wollen wir die beste Bildung für unsere Kinder erhalten. Was machen eigentlich die anderen zum Thema Bildungspolitik? Da wollen wir fragen. Ich habe fast nichts gehört und nichts gelesen. Doch, nur eins, mal auffallen. Der wichtigste bildungspolitische Ansatz der bayerischen FDP war Schulbeginn künftig um 9 Uhr. Liebe FDP in Bayern, ich verstehe, dass es euch schwerfällt, früh aufzustehen, ja? Aber mein kleiner Tipp, wer so zu spät kommt, den bestraft am Ende der Wähler und das mit Recht, liebe Freundinnen und Freunde. Neben Ausbau der Schule, liebe Uli Scharf, ist uns Betreuung ganz wichtig.
in Kita und in der Grundschule. Auch hier geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben von 18 bis 22, dank auch der großen Umsetzungsleistung der Kommunen, lieber Markus Pannermeier als Städtetagspräsident und lieber Thomas Kammersin als Landkreispräsident, Christian Bernreiter hat ja eine noch schönere Aufgabe bekommen, hoffe ich, dass du das so siehst. Wir haben dann in den letzten 5 Jahren Kita- und Hortplätze 82.000 neu ausgewiesen. Wir wollen aufgrund der Entwicklung der Kinder in den nächsten 5 Jahren mindestens 50.000 neu dazubringen. Und wenn man dann noch sieht, dass die Betreuung während der Ganztagsbetreuung während der Grundschule, ein großes Gemeinschaftsprojekt von Bund, Ländern und Kommunen, noch mal 120.000 Plätze sein sollen, dann wären das rund 180.000 neue Plätze in Bayern. Das wird schon ein dickes Ding, das zu stemmen. Es kostet viel Geld und vor allem müssen wir noch eine Menge tun, um Erzieherinnen, Erzieher, Kinderpfleger und Kinderpfleger dabei besser zu stellen. Dass man in Bayern übrigens Familienpolitik und Kinderpolitik besser machen kann, das kann man einer Leistung sehen, die es nur bei uns gibt. Wir bauen nicht nur Plätze, natürlich. Wir haben unsere Familien besonders unterstützt. Wir haben das bayerische Familiengeld. Das wird in all den Leistungsbilanzen gerne verschwiegen. Es ärgert die anderen. Und der eine, der Journalist, sagt, na, muss man das erwähnen? Ich sage ja. In Bayern gibt es Familiengeld. Nur in Bayern gibt es Familiengeld. Bis zur Einschulung 12.000 Euro pro Kind. Wenn man mehr Kinder hat, bei 3 Kindern bis zu 40.000. Das hilft übrigens im Moment enorm gegen die Inflation. Wer das mal mit Wohngeld vergleicht, das einkommensabhängig ist, bei uns bekommen das alle diese Unterstützung. Seit 2018 3,5 Milliarden Euro. 800.000 Kinder haben davon profitiert. Das ist Familienpolitik, das ist Sozialpolitik und die gibt es nur in Bayern, liebe Freundinnen und Freunde, und sonst nirgendwo in ganz Deutschland. Noch zur Schule. Wir haben auch das Ziel, neben der geistigen Bewegung zu stärken, auch die körperliche. Mir macht es Sorgen, liebe Freundinnen und Freunde, und ich habe mal einen Rettungsschwimmerschein sogar gemacht. Ob ich ihn heute noch perfekt könnte, weiß ich nicht, aber vor ein paar Jahren ging das noch. Mir macht es Sorge, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Das kann so nicht sein in einem Land wie Bayern. Und deswegen müssen wir mehr tun. Alle Kinder sollen die Chance haben, schwimmen lernen zu können und nicht nur in irgendwelchen aufgestellten Containern, wie es irgendwo in Deutschland jetzt angeboten wird. Deswegen, ich weiß, Albert, dass uns das gemeinsam schwerfällt, aber das machen wir. Wir müssen die bisherigen Schulschwimmbäderprogramme deutlich erweitern, liebe Freundinnen und Freunde. Es wird so nicht reichen mit dem derzeitigen Programm. Und wir müssen auch ein deutlich besseres Anreiz geben, Schwimmlehrer zu werden. So, noch ein letzter Inhalt zur Bildungspolitik. Ich wundere mich manchmal, was es da für Vorschläge aus Deutschland gibt. Ich will nur eins sagen. Wir wollen die Qualität der bayerischen Bildung oben halten, nicht absteigen. Wir wollen keine Einheitslehrer, keine Einheitsschule, kein Einheitsabi. Und wir sind gegen einen Berliner Bildungszentralismus. Und wenn schon in Deutschland nur noch ein Abi gelten soll, dann können die anderen gern das Bayerische machen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir stellen die Aufgaben gerne zur Verfügung. Zur Bildung gehört auch Forschung. Hightech ist Zukunft. Ich habe in meinem Leben wirklich 3 mega Herausforderungen zu schultern gehabt oder Projekte auf den Weg gebracht, neben vielen anderen. Das eine war damals die Rettung der Landesbank, wo ich viel geschwitzt habe und wo wir heute, lieber Albert, zusammen wieder Gewinn machen. Das war die Rettung Bayerns vor dieser unglaublichen Corona-Herausforderung und das ist jetzt die Hightech-Agenda. Das, was Strauß und Goppel in den 70ern, Edmund Stoiber in den 90ern gemacht haben, das tun wir jetzt auch. Wir stellen Weichen für die Zukunft. Auch wenn im Moment es nicht jeder sieht, ist es die langfristig wichtigste Lebensversicherung. Markus Blume hat letztens in einer beeindruckenden Regierungserklärung noch einmal deutlich gemacht, das Gesamtprojekt sind jetzt 5 Milliarden Euro bis 2025. Das ist die größte Forschungsoffensive, liebe Freundinnen und Freunde, die Bayern je hatte und die je ein Bundesland gemacht hat. Wir machen für künstliche Intelligenz mehr als Italien, Spanien. Wir sind beim Supercomputing auf dem Level von Südkorea. Wir bauen das größte Zentrum für Biomedizin in Martinsried zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft für 600 Millionen Euro. Und ja,
Auch Luft- und Raumfahrt boomt. Die neue Fakultät der TUM ist bald die größte in Europa. Verdopplung der Studenten jedes Jahr. Die Hyperloop-Teststrecke kommt. Und 50% der Aufträge der ESA, das ist die europäische NASA, gehen nach Bayern, weil wir tolle Unternehmen haben. Und ja, es sieht gut aus, dass ein Mondkontrollzentrum, denn es gibt neue Missionen der ESA dahin, dass ein Mondkontrollzentrum, schließt sich der Kreis von vor 5 Jahren, dass ein Mondkontrollzentrum in Bayern möglich ist. Und wir werden es auch unterstützen. Liebe Freundinnen und Freunde, Bayern ist das Space Valley von Deutschland. So. Ist es jetzt nur so ein Spleen oder so ein Hobby? Ja, nee. Liebe Freunde und Freunde, ihr müsst mal sehen, bei Hightech könnt ihr erkennen, was da für eine Begeisterung dahinter steht. Für ein Spirit. Oder wie wir Franken sagen, was für ein Flow. Ja. Ich kann euch berichten von leuchtenden Augen von Studenten und Professoren, wenn wir in Schweinfurt einen neuen Studiengang für Robotik auf den Weg bringen. Wenn ihr den Semesterstart der TH Augsburg miterlebt hättet, das war mehr ein Happening wie in einem Robinson-Club, statt ein Vorlesungsbeginn, wie ich ihn erlebt habe. Und bei der TU München waren wir auch zu Semesterbeginn, da war das Knistern der Zukunft spürbar. Die Hyperloop-Truppe, eine so coole junge Gemeinschaft, liebe Freunde und Freunde, die sich da auf den Weg bringt. Da ist so viel Optimismus, so viel Zukunftsoffenheit dahinter. Das werdet ihr auf keinem grünen Parteitag vergleichbar finden, liebe Freunde und Freunde. Ja? Mir sind Nerds lieber als Nagler. Wir brauchen Bayern, die anpacken und nicht solche, die nur verweigern. Und Luft- und Raumfahrt ist zum Beispiel eine der vielen Chancen. Das hat übrigens als erster, und ich habe mal nachgelesen, er hat auch kein Lob dafür bekommen damals, das hat als erster Franz Josef Strauß in den 70er Jahren gemacht. Und das, was Strauß gemacht hat, was Stoiber gemacht hat, das machen wir jetzt auch. Das ist CSU-Genialität, das ist CSU-Tradition über Generationen hinweg. Und übrigens, das ist Wirtschaftspolitik. Wir sind ein Land, das keine Rohstoffe hat. Es gibt zwar Gas im Norden, bei uns aber nicht. Wir sind kein Billiglohnland und wollen es auch nicht bleiben. Das, was wir haben, ist unser Hirn. Das, was wir können, ist Hightech und Forschung. Und mit unserem Ökosystem an Forschung, das wir jetzt überall in Bayern entwickeln, kommen neue Firmen, bleiben alte Firmen oder vergrößern, erweitern sich. Einige Beispiele der letzten Jahre, was wir gemeinsam auch unterstützt haben. BMW will ein neues Werk für E-Mobilität in Niederbayern bauen. Der Siemens Campus in Erlangen, eine riesige Investition für Forschung und Technologie. Die Firmen Roche und Sandoz investieren in Penzberg und Holzkirchen dank unserer Unterstützung. Bosch Bamberg bekommt Unterstützung und bleibt im Spiel, gerade im Bereich Wasserstoff. MAN in Nürnberg, liebe Freunde und Freunde, wird eine Batterie entwickeln, Batterie für E-Trucks, dank unserer Forschung. Premium Aerotech in Augsburg bleibt der gemeinsamen Bemühung. Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass ein neues Chip-Forschungszentrum in Nürnberg, wahrscheinlich in der Region Nürnberg, entsteht von ZF. Und neben Google und Microsoft, liebe Freunde, kommt Apple mit 2000 Mitarbeitern zu uns. Und sorry, wenn ich das sage, wir müssen keine Milliarden Subventionen geben. Wir investieren nur in Forschung. Liebe Freundinnen und Freunde, es hieß mal, andere sind arm und sexy. Wir sind wohlhabend und sexy und klug und deswegen kommt man zu uns und nirgendwo anders kommen die Menschen. Jetzt wird der eine oder andere gesagt haben, na, da habe ich jetzt viel Großstädte gehört. Hightech ist kein Privileg der Ballungszentren. Hightech muss im ländlichen Raum da sein, insbesondere Technologietransfer. Deswegen haben wir schon in den letzten Monaten die Technologietransferzentren von 31 auf 46 aufgestockt. Und unser Ziel ist, in der nächsten Legislaturperiode in jedem Regierungsbezirk, aber vor allem in jedem Landkreis muss ein neues TCZ kommen. Nur Bayern macht es so. Wir wollen Hightech nicht nur im Ballungszentrum, sondern auch und gerade im ländlichen Raum, liebe Freundinnen und Freunde.
Stichwort ländlicher Raum. Viele sagen, wir müssen an die Mobilität ausweiten. Ja. Deswegen, lieber Christian Bernreiter, hast du einen ÖPNV-Haushalt vorgelegt, der so hoch wie nie ist. Andere Bundesländer streichen übrigens. Wir erhöhen. Nicht nur die Tickets, liebe Freundinnen und Freunde, 49 Euro, 29 Euro für Azubis, Studenten, 1 Euro für das Mitnehmen von Fahrrädern, der Ausbau von Klimabussen. Ein Radgesetz, lieber Thomas Kreuzer, hat die Fraktion uns auf den Weg gebracht, wird kommen mit dem Ausbau der Radwege. Aber ich sage euch eines. Lastenrad allein und U-Bahn wird für Teile des ländlichen Raumes eine Zeit brauchen, bis sie die Ersatzalternative sind. Die Leute werden das Auto brauchen. Und deswegen sage ich es hier auch sehr deutlich. Mittlerweile ducken sich ja entweder einige weg, wenn es ums Auto geht, oder einige zeigen offen ihre feindliche Autofratze. Die Grünen sind keine Fans fürs Auto. Wir sagen Ja zum Auto. Wir sagen Ja zum Straßenbau. Und nochmal an die Adresse des Bundes. Auch die A94 und die A3 müssen weiter und ausgebaut werden, liebe Freundinnen und Freunde. Sonst reicht's nicht. Wir sagen auch Ja zum synthetischen Verbrenner. Wir könnten uns noch mehr vorstellen. Wir sagen Ja zur IAA in München. Da tun sich die Grünen im Stadtrat extrem schwer, das nur halbwegs zu begrüßen, lieber Georg Eisenreich. Du weißt, wie das da ist. Wir sagen überall Ja, und ich bleibe auch dabei. In keinem Land der Welt wird sein wichtigstes Wirtschaftsgut so doof und schlecht behandelt wie bei uns. In keinem Land der Welt wird der wichtigste Wirtschaftsfaktor ständig klein und schlecht geredet. Wir tun das nicht. Wir sind die einzige Partei, die sich zum Auto bekennt. Bayern ist Autoland und CSU bleibt auch Autopartei, liebe Freundinnen und Freunde. Zum ländlichen Raum gehört nicht nur Mobilität, logischerweise, sondern auch die Landwirtschaft. Wir legen ein Bekenntnis ab, auch im Grundsatzprogramm, aber im Handeln, zu bäuerlicher Kultur, zu unseren Familienbetrieben und zur Regionalität ab. Auch wenn wir die meisten Biobauern in Bayern haben, für mich ist es egal, ob bio oder konventionell, Hauptsache regional, Hauptsache Bayern. Ich sage euch eines, der Bauernverbandspräsident Felsner ist heute da. Es buhlen ja im Moment alle um die Landwirtschaft, ja? Aber sind wir mal ganz ehrlich, wer reißt denn eigentlich wirklich was? Die FDP in Berlin, eine totale Enttäuschung. Die AfD, völlig sinnlos. Die Freien Wähler sind sicherlich dafür, aber ohne Einfluss. Und die Grünen, Feinde der bäuerlichen Lebenskultur. Wir handeln für unsere bäuerlichen Familien. Wir haben die höchste Förderung je. In den letzten 5 Jahren, dass man das mal gehört hat, haben wir 9 Milliarden Euro investiert in die landwirtschaftliche Förderung. Ein Plus im Vergleich zu 2018 übrigens um 30%. Wir führen unseren Kantinen 50% Regionalität ein. Wir haben den Wunsch der Landfrauen aufgenommen, die Alltagskompetenz in die Schule zu integrieren. Wir werden, ich finde es übrigens ein wichtiges Projekt dabei, ja? Wobei wir noch, Frau Fleischmann, da reden wir noch mal drüber, also wir müssen auch mal gucken, dass das dann auch umgesetzt wird, weil ich habe von einigen gelesen, dass es die eine oder andere Lehrkraft gibt, die verlangt dann einen Pausenbrot-Check, um zu sagen, ob das Pausenbrot des Schülers A oder des Schülers B, ja, von Anton und Bertha, wo die Kinder heißen natürlich anders, ja, Andromeda und Benedikt, keine Ahnung, ja, dann wird gesagt, dein Essen ist aber klimaschädlicher. Also, liebe Freundinnen und Freunde, so geht es dann am Ende nicht, dass alltagskompetent heißt, grüne Politik zu machen. Das geht natürlich nicht, ja. Wir leisten für die Düngeverordnung, haben wir gut miteinander geredet, Hilfe. Es wird neue Messstellen geben. Das liegt im Verantwortungsbereich der Kolleginnen und Kollegen der Freien Wähler. Wir entwickeln Härtefälle, um den Betrieben zu helfen. Und wir werden die Forschung für eine moderne Düngung voranbringen, liebe Michaela. Danke dir übrigens auch mal bei dir für deinen ganz großen Einsatz in der Landwirtschaft. Das ist nicht immer leicht. Wir wissen es sehr zu schätzen. Wobei, es gibt kaum ein Thema, das so umstritten ist wie Landwirtschaft. Seien wir ehrlich, es gibt doch einen Kulturkampf um Land und Landwirtschaft. Alle sagen, wir müssen der Welt beim Essen helfen. Warum können wir denn nicht eigentlich das leisten, was wir leisten könnten?
Wir könnten viele Menschen vor dem Hungertod retten, wenn wir in Deutschland das produzieren könnten, was da möglich wäre. Ich finde das geradezu absurd und danke der EVP, lieber Manfred, vor wenigen Tagen ein gemeinsamer Beschluss, dies wieder zu ändern. Deutschland ist ja an der Stelle besonders negativ auffallend. Ihr habt ja mal Möglichkeiten geschaffen. Dieses Flächenstilllegen, liebe Freundinnen und Freunde, diese Manie, dass bei uns wertvollste Flächen stillgelegt, dem Eigentum der Nahrungsmittelproduktion entzogen werden, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Flächenstilllegung und Ausgleichsflächen führen in die Irre. Wir können übrigens den Flächenverbrauch reduzieren, indem wir weniger Stilllegungen haben. Lasst die Landwirte einfach ihre Arbeit machen, liebe Freundinnen und Freunde. Dann brauchen wir ein Bekenntnis zur Tierhaltung. Auch da wird ein Kampf gegen Tier und Fleisch geführt. Ich bleibe dabei. Jeder soll essen, was er will. Man sieht es ja auch jedem an. So, ja? Die einen setzen mehr auf Gemüse, die anderen mehr Fleisch. Und es gibt auch sicher einige Lokale, die jetzt tatsächlich Insekten anbieten, wegen mir. Aber ich habe letztens eine Sendung gesehen, da hieß es, 1% sind Veganer in Deutschland, 7% Vegetarier. Super. Aber ich frage mich bei 1% Veganer, warum man krampfhaft versucht, 99% umzuerziehen oder ihnen ständig ein schlechtes Gewissen einzureden, liebe Freunde und Freunde. Das ist absurd. Münchner Wirte und Gastronomen haben ja beim Münchner Frühlingsfest gesagt, dass sie sich gegen die Forderung einer kompletten Biowiesen der Grünen wehren. Und warum? Weil nach einem Tag, so war deren Aussagen, nach einem Tag wohl alle Biohändler in Bayern verfuttert wären, liebe Freundinnen und Freunde. Der Ersatz wäre dann wahrscheinlich nur noch Tofu-Weißwürste. Ja. Wer glaubt, dass man mit Tofu-Weißwürsten die Wiesen auf dem Besucherrekord halten kann, kann Ihnen sagen, dann wäre die Wiesen in 5 Jahren auf dem schönen, aber niedrigen Niveau der Schnepfenreuther Kirchweih, liebe Freundinnen und Freunde. Das machen wir nicht mit. Lasst die Leute essen, was sie wollen und lasst das Oktoberfest und die Wiesen feiern, wie sie es wollen. Und da wird noch übers Fleisch gekämpft, da kommt schon die nächste Superidee. Und man stellt sich ja die Frage angesichts der Probleme der Welt, ob das ernsthafte Probleme sind. Jetzt heißt es, Zucker ist total schlimm, ja. Fett ist auch schlimm, Eiweiß ist schlimm, wobei ich mir dann irgendwie frage, kein Zucker, kein Eiweiß, kein Fett, lang geht's dann fein nicht gut, gell? So. Aber gut, jetzt soll also ein Verbot kommen von Süßigkeitenwerbung mit der Begründung, wir müssen die Kinder schützen vor Süßigkeiten. Meine Grundsatzfrage, was Kinder essen, wer entscheidet es eigentlich? Wieso muss das Funktionäre entscheiden? Warum dürfen die Eltern nicht in erster Linie entscheiden, was Kinder essen sollen? Wir wollen da das Elternrecht an erster Stelle und nicht irgendwelche verhungerten grünen Funktionäre, die den Eltern einreden, was sie essen, was sie bestellen und was sie den Kindern kaufen dürfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und gestern Abend war die Heute-Show. Freue mich immer jedes Mal, wenn Sie uns interessiert beobachten. Gestern wieder ging um Wolf oder Bären. Und natürlich ist es da übrigens ganz lustig gemacht gewesen, war eine der stärkeren Sendungen. Aber haben die Leute eigentlich so ein bisschen verstanden, was da eigentlich in ländlichen Räumen stattfindet? Ich war beim Landfrauentag in Garmisch-Partenkirchen Mittenwald. Da weint eine Dame. Eine Landfrau, nicht nur, weil ihr Tier gerissen wurde, sondern weil es mitten vor ihrem Hof, mitten vor dem Haus ist, wo sie wohnt. Die Menschen haben Sorge. Und ich habe jetzt wirklich nichts gegen den Wolf und gegen den Bär. Aber bitte verstehen wir doch einfach mal, das sind Raubtiere und die gehören nicht zu uns, liebe Freundinnen und Freunde. Was denn sonst? Und weil Gefahr für Mensch, aber vor allem für Nutztiere, für die Weidehaltung droht. Und ja, das gilt übrigens nicht nur beim Wolf. Auch der hochwertigste Fisch der Welt, der fränkische und Oberpfälzer Karpfen, ja? Kann ich jedem nur empfehlen, mal zu essen. So. Der wird ausgefuttert von Ottern. Jetzt sind Otter toll,
Aber wir müssen doch irgendwo eine Balance halten. Und deswegen haben wir entschieden, ich habe die Anweisung gegeben, bin dankbar, dass alle mitgemacht haben, eine neue Verordnung zu machen, Entnahme leichter zu ermöglichen. Denn für uns steht der Schutz des Menschen, der Schutz der Landwirtschaft und der Erhalt unserer ländlichen Kulturräume an erster Stelle, liebe Freundinnen und Freunde. Dazu stehen wir auch. Zum ländlichen Raum gehört neben Mobilität, neben Landwirtschaft auch das Thema Gesundheit ganz besonders. Wir haben in Bayern eine sehr gute Gesundheitsversorgung, fast noch besser in den Städten. Wir wollen auf Dauer Gesundheit für alle und überall erhalten. Lieber Klaus Holitschek, wir machen, was wir können. Wir bilden mehr Ärzte aus. Unser Landarztprogramm, noch von Melanie Hummel auf den Weg gebracht, trägt Früchte. Landarztprogramm, Landarztprämie, über 1.000 in den letzten Jahren. Hebammenprogramm, nur in Bayern übrigens, um die schwierige Situation in der Geburtshilfe zu stärken. Wir machen Markus Blume neue Studienplätze. Bei den neu zugelegten liegen wir an erster Stelle. In Augsburg, in Oberfranken, jetzt auch in Niederbayern beim Medizincampus. Und wir haben die höchste Investition pro Kopf in den Krankenhausbau in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde, in den letzten 5 Jahren über 3 Milliarden. Das wird auch nicht das Ende sein. Wir werden noch mehr machen. Warum? Weil Krankenhaus im ländlichen Raum ist existenziell für die Zukunft der Menschen. Und während wir ein Extraprogramm machen, um die kleinen Häuser im Transformationsprozess zu unterstützen mit 100 Millionen für die nächsten Jahre, wo wir Geburtsstationen erhalten und die Notfallversorgung, lieber Klaus, bewusst ausbauen wollen, kommt Herr Lauterbach mit neuen Plänen. Die Pläne von Herrn Lauterbach zur Krankenhausreform sind nicht nur verfassungswidrig, sie sind auch grob falsch, liebe Freundinnen und Freunde. Es kann nicht die Zukunft sein. Sage ich ein Beispiel. Zu glauben, dass Berlin weiß, wo ein Krankenhaus stehen soll. Ich kann mich erinnern, ich war bei der 50-Jahr-Feier in Frey und Grafenau dabei. 50 Jahre Landkreisreform. Ein toller Termin bei Sebastian Gruber. Und da gab es hinterher so ein Gespräch über die Beginne damals und wie das war bei der Gemeindegebietsreform. Und dann sagte einer der Mitstreiter damals, sagte, na ja, zum Thema Zusammenarbeit. Und daher kommt übrigens auch manche Krankenhausstruktur in Bayern. Da sagte er, na ja, für uns damals in Freyung war klar, eine evangelische heiraten unter schwersten Schmerzen, aber eine aus Grafenau ist völlig undenkbar. Ja, so war das damals. Und so haben wir heute auch kleinere Strukturen. Aber zu glauben, dass man einfach sozusagen wie Montchelat zu Beginn einfach alles wegstreichen kann. Den Nürnbergern, lieber Sebastian Brehm, sagen, sie müssen automatisch ins Förderklinikum. Ja? Oder den Fördern bei uns, ja. Das ist einfach absurd. Und die Gefahr besteht darin, dass am Ende kleine Standorte hops gehen, der ländliche Raum negativ wird. Und anstatt sich darum zu kümmern, dass es mehr Antibiotika, mehr Siebersäfte gibt, der Bund macht da nichts, nur Bayern macht was. Danke, Klaus Holitschek, für deinen tollen Einsatz. Wir haben wegen dir wieder mehr und bessere Versorgung. Und liebe Freunde, statt die Aufgaben zu lösen, berauschen sich Lauterbach und Özdemir an neuen Drogenplänen. Also man fragt bei dieser Ampel immer, haben die nichts anderes zu tun? Sie entwickeln totale Aktivität bei Unwichtigen und Schädlichen und sie tun nichts bei dem, was relevant ist. Habt ihr es gelesen? 90 Joints pro Monat soll jetzt das Ziel sein. 90 Joints, 3 am Tag. Natürlich hat das grün-rote München sofort gesagt, ja, wir wollen auch Drogenregion werden. Wir werden, soweit wir es irgendwie können, das nicht erlauben. Wir wollen keine Drogen für Kinder und Jugendliche in Bayern, liebe Freunde und Freunde. Was soll denn das? Statt Drogen wollen wir lieber die Pflege ausbauen. Für Bayern ist das wichtig. Es geht hier um Respekt und Würde. Ich habe das gestern auch beim VdK gesagt. Von 18 bis 22 in den letzten Jahren haben wir fast 4.000 Plätze gefördert und werden von 23 bis 28 8.000 ins Visier nehmen, um das zu unterstützen.
Wir fördern auch die Pflege daheim. Das hat uns die leider viel zu früh Verstorbene, und ich glaube, wir alle vermissen sie, unsere Barbara Stamm, immer ans Herz gelegt. Vergesst mir die pflegenden Angehörigen nicht. Nur bei uns gibt es für derzeit über 400.000 Menschen ein Pflegegeld von 1.000 Euro ab der Pflegestufe 2. Und ich sage das deswegen, wir blicken nicht nur ins All, sondern auch tief ins Herz der Menschen. Wer mit Liebe daheim pflegt, der soll die Anerkennung finden. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich sage es mal so, der eine oder andere fragt immer, wenn man nachts um 3 geweckt würde, wobei ich gar nicht weiß, wie das stattfinden soll. Joachim Herrmann hat mal angeboten, diesen Messenger-Warndienst, diesen Katastrophendienst mal einzuführen. Aber wenn ein CSU-Mitglied nachts um 3 geweckt werden sollte, ich glaube, ich wäre da sogar wach, dann weiß er, dass es 3 Leistungen gibt, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Wir sind das einzige und erste und im Moment auch letzte Bundesland, in dem es ein Familiengeld, in dem es ein Pflegegeld und eine kostenfreie Meisterausbildung gibt. Das ist nur Bayern, liebe Freunde. Das ist nur die CSU. Und weil wir heute auch das Grundsatzprogramm beschließen und über das C im Namen aussprechen. Respekt und Würde fußen auf dem christlichen Menschenbild. Wir sind übrigens die einzige Partei in Bayern, die sich zu dem C noch offen bekennt. Manchmal sogar mehr als die Hauptamtlichen, die für das C stehen würden, liebe Freundinnen und Freunde. In der Ampel, lieber Alexander, denkt man nach, Paragraph 218 zu streichen und den assistierten Suizid vorzubereiten. Ich sage euch die Position. Es gibt Dinge, für die sind wir, und es gibt Dinge, da sind wir klar dagegen. Für uns ist der Schutz des ungeborenen Lebens weiter wichtig. Wir setzen uns ein für Menschen mit Handicap, und wir wollen Palliativ- und Hospizmedizin statt assistiertem Suizid. Das C ist bei uns keine Frage des Buchstabens oder Tradition. Das C steht für uns für eine Haltung. Und wir sagen Ja zum Leben und Ja zum Schutz des Lebens, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn wir schon vom Herz reden, dann will ich sagen, wie herzlich wir als Bayern Menschen aufgenommen haben. Bayern hilft, tut es gerne und aus Überzeugung. Wir haben mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als Frankreich. Und ich stehe dazu, das war richtig. Ich danke allen, die mitgeholfen haben. Natürlich zuvor aus den Kommunen, aber lasst uns bitte auch die vielen, vielen Ehrenamtlichen erwähnen, die seit über einem Jahr Unglaubliches leisten, Menschen eine neue Hoffnung und neue Zukunft zu geben. Wirklich herzliches Dankeschön dafür. Auch wenn, wie Joachim Herrmann uns immer sagt, kaum mehr Menschen aus der Ukraine kommen, weil die Ukraine da übrigens einen tapferen Kampf führt. Und ich bin übrigens, bis heute schäme ich mich für manchen deutschen Intellektuellen, ganz großen Schlaumeier, der in den Talkshows der Republik sich nach wenigen Tagen hingestellt hat und sagt, das verlieren die eh, die sollen am besten gleich aufgeben. Eine solche Respektlosigkeit habe ich noch nie erlebt. Wir stehen zur Ukraine, liebe Freundinnen und Freunde, und sagen Danke für den mutigen und tapferen Kampf, den Sie dort leisten. Aber auch wenn immer weniger Menschen aus der Ukraine kommen, kommen dafür viele andere Menschen nach Deutschland. Der Bund droht leider, das ganze Land und vor allem die Kommunen zu überfordern. Wir lesen dieser Tage, dass es nächste Woche einen Gipfel geben wird, eine Ministerkonferenz. Die haben wir mit Olaf Scholz deswegen gemacht, um endlich eine vernünftige, tragfähige, gemeinsame Lösung zu finden für die Herausforderung der Migration. Wir lesen gerade, dass es da nichts geben soll. Wir hören übrigens sogar, dass der Bund überlegt, dass die Länder noch mehr zahlen wollen. Joachim Herrmann ist dabei ausgeflippt, als er das gehört hat. Und wenn Joachim Herrmann ausflippt, liebe Freundinnen und Freunde, dann muss es was Ernsthaftes sein, anders kann ich es nicht sagen. Ja? Wir wollen helfen. Wir sagen Ja zu Hilfe.
Aber wir sagen Nein zur Überforderung, liebe Freundinnen und Freunde. Wir können nicht alles schaffen. Die Länder zahlen im Moment 16 Milliarden Mittel in Kommunen zusammen für die Unterbringung. Der Bund, glaube ich, 2,75. Wir sagen eines, es braucht mehr Geld, es braucht bessere Unterbringung und es braucht auch keine deutschen Alleingänge bei der Aufnahme. Wenn die Ampel die Kommunen am ausgestreckten Arm verhungern lässt, dann spaltet das Land, die Ampel spaltet Deutschland. Und das wollen wir nicht, das lassen wir nicht zu. Natürlich braucht es Arbeitsmigration, das sind wir dafür. Wir haben eigene Büros jetzt eingerichtet in Albanien, richten sie einen in Bosnien-Herzegowina und in Belgrad. Und wir haben auch gemeinsam entschieden, dass wer bei uns arbeitet oder einen Ausbildungsplatz hat, bei uns bleiben kann. Aber umgekehrt muss eines auch ganz klar gelten, liebe Freunde. Straftäter müssen das Land verlassen. Dazu gibt es überhaupt keine Alternative. Und der Bund muss illegale Zuwanderung stoppen. Wir haben einen Vorschlag, wie das geht. Vor 5 Jahren hat Joachim Herrmann, wir haben gemeinsam die bayerische Grenzpolizei eingerichtet. Ah, was war das für ein Theater? Bringt nichts, falsch, schlimm, Polizeistaat, bla 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 bla. Nach 5 Jahren Bilanz, Joachim, in 5 Jahren 80.000 Fahndungstreffer, 80.000. Menschenhändler, Menschenschmuggler, Drogenhändler, Waffenschieber, Autohändler, alle Formen von Verbrechen gefunden. Wir haben damit Bayern und Deutschland sicherer gemacht. Und eines kann ich euch sagen, wenn uns das nicht gelingt, braucht es am Ende auch für Deutschland eine Grenzpolizei überall, um das Land sicherer zu machen, so wie Bayern. Bayern ist Vorbild an der Stelle. Und lieber Joachim, ich danke dir ganz persönlich. Du bist nicht nur der Sicherheitsminister und, wie ich finde, der beste Innenminister in Deutschland. Du bist auch ein super Integrationsminister. Liebe Freundinnen und Freunde, Bayern ist Integrationsland Nummer 1. Wir haben die meiste Zuwanderung, das wissen die meisten gar nicht, die meiste Zuwanderung und trotzdem die niedrigste Arbeitslosen- und Kriminalitätsrate. Bei uns funktioniert es. Wir haben auch wahnsinnig viele Einbürgerungen, übrigens von ganz, ganz tollen Bayern, die sich diese Einbürgerung und das Bekenntnis zur Staatsbürgerschaft hart erarbeitet haben. Eine Staatsbürgerschaft wird übrigens nicht verschenkt oder verlost. Eine Staatsbürgerschaft ist das höchste Recht eines Staates, nicht irgendwie so eine Clubkarte oder Vereinsmitgliedschaft. Eine Staatsbürgerschaft erfordert Bekenntnis zu Werten und Sprache. Ohne Sprache gibt es keine Integration und die Ampel will jetzt darauf verzichten. Wir sagen aber, wer Deutsche oder Deutscher werden will, der muss Deutsch oder zumindest Bayerisch sprechen können, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist doch unverzichtbar für Integration. Und als letzten Punkt, vielleicht den emotionalsten für manche, auch für uns. Wir stehen zu bayerischem Lebensgefühl, zu Freiheit, Gemütlichkeit, Liberalität. Die Liberalitas Bavaria ist unser Lebensmotto. Wir lehnen diese Umerziehungsfantasien von der Ampel und ihrer Vorfeldaktivisten in allen NGOs ab. Weiß-Blau klingt gut, besser als Rot-Grün-Gelb, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Aktivisten, diese Gruppen, diese Vorfelddenker, die wollen ein anderes Deutschland. Die wollen ein anderes Bayern, aber ich nicht, wir nicht. Wir wollen Bayern erhalten, wie es ist, liebe Freunde und Freunde, nichts anderes. Jeder kann reden, was er will. Eine Stunde im Bayerischen Landtag belegt die Vielfalt an doch sehr spannenden Argumentationsmustern, die da immer so geboten werden. Toll.
Aber eine zwanghafte Sprache, die lehnen wir ab. Zwanghaftes Gendern. Oder vor einigen Wochen gab es einen Vorschlag aus der Tagesschau-Online-Redaktion, der Tagesschau. Man wolle künftig das Wort Mutter streichen und ersetzen durch zu gebärende Person. Es war nicht ganz klar, was die Männer sind. Zulieferbetrieb, ich weiß es nicht ganz. Ja. Als wir demonstriert haben, hieß es, ja, man wolle das bewusst machen, um niemanden mehr zu diskriminieren, liebe Freundinnen und Freunde. Das heißt, diese Leute glauben, dass das Wort Mama oder Mutter ein diskriminierendes Wort sei. Allen Müttern sei mal an der Stelle so heimlich erzählt, nahezu jeder Vater versucht mit allen möglichen Tricks, aber ohne völligen Erfolg, das erste Wort Papa den Kindern irgendwie abzuluxen. Ja? Es bleibt aber Mutter oder Mama. Sind wir mal ehrlich, Mutter oder Mama ist doch im Erdstand das schönste Wort der Welt, oder? Gibt es ein wichtigeres Wort auf der Welt? Wer so denkt, der hat kein Herz und der ist nicht von dieser Welt. Das geht ja weiter mit völlig überdrehten Themen der Identitätspolitik. Das Thema Indianer hat man ja letztes Jahr, ja? Bäcker werden angegriffen, weil sie Indianer auf dem Krapfen haben. Dabei bleibt er da gar nicht lange, ja? Letztens, glaube ich, auf der Bundesgartenschau war eine Rentnergruppe, eine Ehrenamtliche, die sind als Mexikaner aufgetreten mit Sombreros. Riesendebatte. Übrigens, die Mexikaner fanden es super, wenn jemand ihre Sombreros kauft, so nebenbei. Ja? Über was reden wir in unserem Land eigentlich? Da gibt es Kriege, da gibt es Hungersnöte, liebe Freunde. Da findet der Klimawandel statt. Und ein Teil der politischen Klasse redet so einen Unsinn und Schafscheiß. Das kann doch nicht der Ernst von Verantwortung und Kompetenz sein, oder? Ich bin gespannt, wann auch bald die Tracht diskutiert wird. Und wenn Daniel Günther zu uns aufs Oktoberfest kommt und eine Tracht anzieht, ja, und sie auch bezahlt, dann freue ich mich doch darüber, liebe Freunde. Da habe ich doch kein Problem. Denn auch wir stehen zu dem, was unsere Kultur ist. Tracht, Blaskapelle, Gebirgsschützen sind mit das Beste, was Bayern zu bieten hat, liebe Freundinnen und Freunde. Sie gehören zu uns und es ist mir eine ganz große Ehre, lieber Edmund, morgen wieder am Patronatstag der Gebirgsschützen dabei zu sein. Und wir haben im letzten Jahr solche Erlebnisse gehabt, wo man merkt, wie auch die Menschen in der Welt damit Bayern lieben. Beim Requiem für Papst Benedikt, einige waren ja dabei. Wie beeindruckend war das, am Petersplatz in Rom die Trachten zu sehen. Was für ein Gänsehautmoment, als dann die bayerische Hymne, die Bayernhymne, das Bayernlüb gesungen wurde. Und wie seltsam war der Blick von Olaf Scholz, der vor mir stand, als er das gehört hat. Ja? Bei G7, bei Sicherheitskonferenz, jeder erwartet es, wenn er zu uns kommt. Ich weiß, in Berlin würde man wahrscheinlich 5 Raver, 3 Graffiti-Sprayer und 20 Klimakleber als Gäste und Begrüßung hinschicken. Bei uns ist es anders. Und wisst ihr, was ich zur Beeindruckung fand? Wie schräg die Welt manchmal ist. Als damals nach dem G7-Gipfel wir empfangen haben, Präsident Biden und all die anderen, die einen haben sich darüber unterhalten, ob jetzt der Trachtenjanker richtig ist und ob der toll oder besser ist, war eine wichtige Diskussion, und anderen die Frage gestellt, jetzt glaube die ganze Welt, dass alle Deutschen so aussehen wie Bayern. Es gab eine ernsthafte Debatte in Taz und anderen Zeitungen, das sei doch schlimm. Und mir wurde die Frage gestellt, was sagen Sie dazu, dass jetzt die ganze Welt denken kann, dass alle Deutschen wie Bayern werden? Meine Antwort, was für ein Riesen-Image-Gewinn für Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde, wenn die Welt glaubt, dass alle so sind wie wir. Wir sind eine Mitmachpartei, die Grünen, sind eine Miesmachpartei, liebe Freundinnen und Freunde.
Die Landesleitung hat ganz zufällig, kam der Zettel mir auf den Tisch, mal die Verbote der letzten Jahre zusammengeschrieben. Und es wären jetzt ungefähr noch mal eine halbe Stunde. Aber ich lese nur einige vor, was die Grünen in den letzten Jahren, ob im Bund oder Ländern, gefordert haben. Verbot von Ölheizung, Verbot Verbrennermotor, Verbot von SUV, Verbot von Autobahnbau, Verbot von Kurzstreckenflügen, Verbot von AKW, Verbot von Fracking, Verbot von Fleisch, Verbot von Süßigkeitenwerbung, Verbot von Pflanzenschutzmitteln, Verbot von E-Zigaretten, Verbot von Böllern, Verbot von Luftballons, Verbot von Kitesurfen, Verbot von Tiergärten und sogar das Ponyreiten auf der Wiesen soll verboten werden. Liebe Freundinnen und Freunde, nein, 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 Verbot, Verbot, Verbot. Ich sage euch nur eines, diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage Nein zu Schwarz-Grün. Statt Dauerzoff und Streit in Berlin haben wir ein Regierungsziel, der seriös ist. Gutes Regieren steht bei uns an erster Stelle. Und deswegen wollen wir die Koalition mit unseren Partnern der Freien Wähler fortsetzen. Es ist nicht immer einfach. Das braucht auch manchmal pädagogisches Geschick und viel Geduld. Ja? Aber es ist am Ende eine gute bürgerliche Regierung, bei der aber klar ist, ohne die CSU geht nichts voran. Die Bayern-Koalition jedoch ist das Gegenmodell zur Ampel. Für Bayern statt nur ein Platzhalter für Berlin. Für normale Bürger und kleine Leute statt für eine Schnösel-Schickeria. Und wir sind bodenständig und pragmatisch statt abgehoben und ideologisch. Liebe Freundinnen und Freunde, die Bilanz nach 5 Jahren ist sehr gut. Wir haben trotz der Krisen Bayern vorangebracht. Wir sind fast überall auf Platz 1 oder Platz 2 in der Länderstatistik. Wir haben fast alle Versprechen gehalten und Vorhaben umgesetzt oder sind im Prozess. Weit über 90% des Koalitionsvertrages. Und klar ist, wo wir noch nicht am Ziel sind, da bleiben wir dran. Zum Beispiel bei der Barrierefreiheit und natürlich beim Wohnungsbau. Es reicht bei weitem noch nicht aus. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich wundere mich manchmal, wie andere uns bei dem Thema angreifen. Also der Bund hat bei dem Thema doch schon längst die Segel gestrichen. Und selbst die von mir total geliebte Landeshauptstadt, ja? Also bei den Skandalen um die eigenen städtischen Wohnungsbaugesellschaften bin ich echt beeindruckt, wie selbstbewusst Sie uns dann manchmal tolle Ratschläge geben. Ich würde mal vorschlagen, der Bund sorgt dafür, dass nicht solche Pleiten wie bei KfW stattfinden und die Stadt München sorgt dafür, dass ihre Wohnungsbaugesellschaft ihre Arbeit machen und keine Skandale gibt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir müssen mehr tun. Christian in der Fortsetzung von der Kerstin und früher vom Hans. Die Bayernheim hat jetzt 8 von 10.000 Wohnungen, die versprochen wurden, in Planung und Bau. So langsam noch, aber es geht voran. Aber ich will euch eines sagen. Neben dem Bau von Wohnungen in den Städten gibt es noch einen anderen Punkt, der uns wichtig ist. Ich finde, die Familien sollen nicht den Traum vom Eigenheim aufgeben und begraben müssen. Eigenheim gehört zu Bayern dazu. Und ich bin schon wieder beim besten Finanzminister in Deutschland, nämlich dem Albert Mühacker an der Stelle. Ja, kannst auch mal lachen und nicht freuen. Der Albert, er war im Schwimmbadprogramm, hat er wegen gezuckt. Ja, ich kenne ihn. Ja. Wir haben einen Vorschlag gemacht, wie wir die Zinsen so günstig anbieten, dass es besser ist als der Markt, Immobilien zu kaufen oder zu erwerben. Wir gehen sogar weiter. Wir geben Bürgschaften für den Ersatz von Eigenkapital. Das macht kaum ein Bundesland, der Bund schon gleich gar nicht. Warum? Weil wir eines sagen. Für uns ist das Eigenheim wichtiger als der Plattenbau, liebe Freundinnen und Freunde. Der Traum von einem guten Leben soll bleiben und möglich sein. Das ist unser Angebot, das sind unsere Themen. Bayern ist nicht das Paradies, ist schon klar. Und es liegen übrigens auch noch schwere Zeiten vor uns. Wir tun in diesen Zeiten als Partei Folgendes, was wir können. Wir machen in Bayern, was nur geht, Landespolitik pur. Aber viele Weichen, Alex, werden in Berlin gestellt. Deswegen ist unsere Aufgabe immer zweigleisig. Ja?
in Bayern arbeiten, was wir können, und in Berlin über den Bundesrat und über die Landesgruppe dafür sorgen, dass für bayerische Interessen gekämpft wird. Die CSU ist die Stimme Bayerns überall, ob in Berlin oder in Brüssel, lieber Manfred, liebe Angelika. O-Ton Süd, O-Ton Bayern heißt CSU. Die anderen Parteien? Nun, die anderen Parteien im Bayerischen Landtag haben entweder null Ehrgeiz für Bayern oder null Einfluss in Berlin. Nur wir kämpfen für bayerische Interessen. Das sehen übrigens auch die Bürger und Bürger, das zeigen die Umfragen genauso. Aber wisst ihr was? Das nervt die Ampel. Das stört die Ampel. Und deswegen soll diese ihnen manchmal zu laute Stimme Bayerns zumindest leiser gedreht und einige wollen sie ganz abdrehen. Ich will das mit dem neuen Wahlrecht für die nächste Bundestagswahl bewusst ansprechen, weil es uns als Partei fundamental, aber auch Bayern betrifft. Dieses neue Wahlrecht ist ein Skandal, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist ein einziger Skandal. Es hat es noch nie gegeben, lieber Theo, dass im Deutschen Bundestag sich eine Mehrheit, eine noch bessere Mehrheit über das Wahlrecht zimmern wollte. Das ist aus unserer Sicht grob verfassungswidrig. Das Demokratieprinzip wird verletzt. Gerade bei uns in den Städten wählen die Leute Abgeordnete. München, Nürnberg, Volker Ulrich in Augsburg. Und bekommen sie dann nach dem neuen Recht den Abgeordneten? Nein, gegen irgendjemand anders. Das Bundesstaatsprinzip wird verletzt. Mit der Streichung der Grundmandatsklausel könnte passieren, dass wir alle 46 Wahlkreise gewinnen, aber praktisch kein Bayer im Bundestag sitzt. Weil es heißt, die werden dann aufgefüllt mit Brandenburgern, Schleswig-Holsteinern, Sachsen-Anhaltinern, alles ordentliche Leute. Aber die Begründung, sie sind auf das Grundgesetz verpflichtet. Ob das den Bayern reicht? Ludwig Spähnle hat mich mal darauf hingewiesen, dass seit 1868, schon im Vorläufer des Reiches, immer Vertreter aus bayerisch regional verankerten Parteien in Berlin, in Bonn oder in Weimar waren. Und jetzt soll dann der Stecker gezogen werden? Eines muss ich den Grünen lassen, und sie sind wenigstens ehrlich. Wir haben im Deutschen Bundestag das gesagt, was sie denken. Sie sagten, sie nerve der bayerische Sonderstatus. Sie nerve diese Sonderrolle der CSU. Und wir wollen jetzt mal Bayern und die CSU auf das Normalmaß zurechtschützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren draußen an den Schirmen, man muss Bayern nicht mögen. Wir sind auch manchmal nicht ganz einfach, gebe ich zu. Man muss auch nicht die CSU mögen. Man muss sie auch nicht wählen. Das darf jeder machen, wie er will. Aber über das Wahlrecht und mit Wahlrecht Manipulation Millionen Bayern demokratisch auszuschließen, ist ein starkes Stück und gegen eine gute demokratische Kultur, liebe Freunde und Freunde. Dies eine einzige Mal hatte ich gehofft, dass die Ampelparteien im Landtag einmal Rückgrat haben, ein einziges Mal für Bayern sind. Was war das Ergebnis? Die Grünen springen auf und klatschen für Berlin. Die Bayern-SPD verteidigt es und lobt es. Die FDP jammert aber sagt, wir ändern das, aber 0,00000 Einfluss in Berlin. Ich sage euch unsere Antwort. Wir klagen als Staatsregierung und CSU. Wir klagen dagegen. Mich haben in einem Chat jetzt Bürger gefragt, was können wir dann dazu tun, um ihnen zu helfen? Ich glaube, die beste Hilfe, die man machen kann, ist im Herbst ein Signal zu setzen, wenn man will, dass Bayern künftig weiter in Berlin stark vertreten werden soll, dann muss man nur eine Partei wählen, und das ist die CSU. Stimmen wir für die CSU, um diese Manipulationen zu beenden, liebe Freunde.
Bayern ist einfach nicht unsere Heimat. Es ist einfach ein tolles Land. Bruno Kreisky soll mal gesagt haben, das fand ich ganz schön, er ist eigentlich ganz gern in Bayern, weil das ist ja nicht mehr in Österreich, aber noch nicht in Deutschland, liebe Freunde und Freunde. Und wenn alle immer sagen, ja, übertreibt es nicht immer. Vielleicht ist unsere Liebe so groß zu Bayern, dass wir manchmal das übertreiben. Das mag schon sein. Und natürlich gibt es immer was zu verbessern. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bayern-Bilanz und das Bayern-Gefühl, das stimmt doch. Wir liegen doch fast überall ordentlich. Und deswegen bitte ich auch, dass wir uns unterhaken, nicht mutlos sind. Im Gegenteil. Es werden sich in diesem Wahlkampf alle anderen gegen uns zusammenbinden. Und es wird zum Teil schon sehr unter der Gürtellinie sein und mit unfairen Methoden gearbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen, die im Landtag sitzen, wissen und spüren das jetzt schon. Aber davon lassen wir uns nicht mal ärgern, meistens jedenfalls nicht. Wir gehen unseren Weg als CSU. Ich habe mal überlegt, was kann denn CSU alles heißen? Eigentlich heißt es Christlich-Soziale Union. Aber vielleicht steht das C auch für charakterstark, charismatisch, charmant oder cool. Es steht für Sicherheit, Stabilität, Solidarität oder stark. Und das U, ja, für unbeugsam, unbequem und umsichtig. Ich bin jetzt in diesem Jahr 40 Jahre Mitglied der CSU. Persönlich eine ziemlich dramatische Zahl. Ich habe in meinem ganzen Leben mich manchmal geärgert über manche Entscheidungen. Vielleicht den einen anderen Parteifreund auch, ja, das kennt ihr alles. Aber ich habe es nie bereut, Teil dieser großartigen Gemeinschaft CSU zu sein. Ich bin stolz darauf, euer Vorsitzender zu sein, stolz darauf, Mitglied in dieser Partei zu sein und arbeiten und leben zu dürfen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ob Weigel, Stoiber, Seehofer, Beckstein, Huber, Streibel, Strauß, Goppel, sie alle waren nie allein. Das ist immer eine große Gemeinschaftsleistung. Es wird in medialer Zuspitzung oft vergessen. Wir sind ein tolles Team, liebe Freundinnen und Freunde. Staatsregierung, Fraktion im Landtag, lieber Thomas, die Basis der Partei, die vielen Ehrenamtlichen und unsere Kommunalen. Wir bieten in diesem Wahlkampf in jedem Regierungsbezirk außerordentlich kompetente Spitzenkandidaten. In Oberbayern mit Ilse Aigner, unserer Landtagspräsidentin, liebe Freundinnen und Freunde. In der Oberpfalz mit Albert Füracker, liebe Freundinnen und Freunde. Im schönen Schwaben mit Klaus Holitschek an der Spitze. In Niederbayern mit Christian Bernreiter als Listenführer. In Ober- und Unterfranken mit Melanie Hummel und Judith Gerlach an der Spitze. Und im kleinen Mittelfranken der Joachim und ich. So, liebe Freundinnen und Freunde. Wir zwei halt, ne? Und das meine ich jetzt nicht böse, bitte an die Medien nicht falsch verstehen. Wenn Sie mit mir jetzt ein Quiz machen würden und sagen, wer steht in der Oberpfalz an der Spitze der SPD oder der Grünen? Wer steht in Schwaben an der Spitze der FDP? Wer steht in Unterfranken an der Spitze von was weiß ich welcher Partei? Ich befürchte nur in Niederbayern erahne ich, wer an der Spitze unserer Regierungskoalitionspartei stehen kann. Ich kenne die anderen Namen nicht. Und jetzt sage ich euch ganz ehrlich, wenn man niemanden kennt, wieso soll man ihm dann so vertrauen, liebe Freunde und Freunde? Wir haben die stärksten Kandidaten, das beste Personal. Zum engeren Team Bayern gehört natürlich auch die Landesleitung, Generalsekretär, stellvertretende Generalsekretärin, Hauptgeschäftsführer,
und auch in der Staatskanzlei, den Florian Herrmann. Das muss ich einfach sagen, weil er auch gerade während der Corona-Zeit, er war der Dr. Sommer der CSU, der konnte jede Frage beantworten, der kannte jede Verordnung. Euch allen, Martin, Tanja und Flo, herzliches Dankeschön dafür. Und danke auch Anja Weisgerber und Gerhard Hopf für das neue Grundsatzprogramm, das wir anschließend beschließen. Mir gefällt der Titel für ein neues Miteinander. Ich finde, man erkennt ein bisschen im Unterschied zum letzten, es hieß die Ordnung. Es war zwar auf den ersten Moment sympathisch, weil es klang nach einer Organisation aus dem Star-Wars-Universum, aber nicht so dem besten, ehrlich gesagt. Mir gefällt dieser Titel, denn für ein neues Miteinander ist einladend, umarmend und mitfühlt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen am 8. Oktober bei Land- und Bezirkstagswahl erfolgreich sein. Wir wollen unsere Arbeit fortsetzen, gerne auch ein bisschen mehr als 2018, ohne dabei zu träumen oder abzuheben. Und zum Schluss ein persönliches Bekenntnis. Ich bin jetzt selbst 5 Jahre als Ministerpräsident im Amt. Es waren sehr, sehr spannende Jahre. Ich habe viel gelernt und wurde, das glaube ich, kann ich sagen, hart geprüft. Ich bin hoffentlich reifer geworden in der Zeit, vielleicht auch gelassener. Natürlich macht man weiter Fehler, aber aus jedem Fehler lernt man. Ich setze mehr, das habe ich gelernt, mehr auf Team als je zuvor. Ich bekomme jetzt dieser Tage interessante Vorwürfe. Während der Corona-Zeit hieß es, ich sei zu wenig empathisch und zu nah am Bürger. Jetzt bekomme ich den Vorwurf, der ist ja dauernd unterwegs, der ist ja bei den Bürgern. Was macht denn der bei den Bürgern so? Übrigens interessanterweise, wenn Oppositionsabgeordnete da sind, bekomme ich nicht annähernd die Chance, sie 2 Zentimeter von mir an so einem Termin fernzuhalten. Keine Chance. Bis auf den SPD-Vorsitzenden, weil ich den noch nie irgendwo gesehen habe, aber ist das anders. Ich bekenne mich ja, ich und wir sind gern bei den Menschen draußen. Uns interessiert, was die Menschen denken und fühlen. Wir kümmern uns um die großen Linien, aber auch um die kleine Politik. Jeder Einzelne ist uns wichtig. Ich selbst bin mit meiner ganzen Energie, und zum Glück ist die ganz ordentlich, rund um die Uhr für Bayern im Einsatz. Ich war, bin und werde begeistert sein, wie schön Bayern ist und was für großartige Bürgerinnen und Bürger mit diesem großartigen ehrenamtlichen Engagement haben. Ich will das fortsetzen. Hier gehöre ich her. Einmal Berlin reicht. Ich will ein gutes Miteinander mit der CDU, bitte Friedrich und allen anderen melden. Ja, wir setzen auf ein gutes Miteinander, das ist uns wichtig. Unsere Lebensaufgabe ist Bayern. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will mit euch Bayern eine gute Zukunft führen. Ich will das Beste für Bayern erreichen. Lasst uns bitte gemeinsam unsere Arbeit für das Land fortsetzen, für ein neues Miteinander in Bayern und der CSU. Lasst uns die Stürme der Zeit durchstehen und dabei allen so viel wie möglich mitnehmen. Wir überlassen Bayern nicht den Linken. Bayern soll Bayern bleiben. Dafür steht die CSU. Dafür stehe ich ganz persönlich. Und wenn ihr wollt, auch als Spitzenkandidat. Ich bitte um eure Unterstützung. Gott schütze Bayern. Gott schütze die CSU. Auf geht's Bayern. Auf geht's CSU. In den Wahlkampf, liebe Freunde. Auf geht's. Meine Damen und Herren, das war die Rede des Parteivorsitzenden Markus Söder. Ich lasse Sie mit den Klatschaktionen noch mal ein bisschen alleine, weil das immer der Gradmesser ist für die Zustimmung eines Parteivorsitzenden. Das heißt, wie lange wird geklatscht? Stehen Sie? Ja, Sie stehen. Sie sehen das an den Bildern. Und jetzt erntet er den Erfolg, den er durch seine Rede erarbeitet hat. Wie groß, wie nachhaltig der Erfolg ist, wird man sehen. Aber die Tatsache, dass die Delegierten aufgestanden sind und jetzt stehend Ovationen für diese Rede haben und mit ihm das als Reaktion abfeiern, das lassen wir jetzt erstmal stehen.
Sie sehen, ich zähle mit, seit ungefähr 30 Sekunden ist der Applaus so, wie er jetzt ist. Er entzieht sich gleich grad meiner Kenntnis, wie lang der längste Applaus für einen Parteivorsitzenden der CSU gewesen ist. Aber dies ist nach einer Stunde 38, die Markus Söder hier geredet hat, sein Applaus. Thank you.